Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 8 geniale Technologien, die dein Leben retten können, reagieren. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, den Kanal und meine anderen Kanäle zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, ich wollte schon sagen, bis dahin haut. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Let's go. Okay, ich bin sehr gespannt. Also wir sehen hier Sicherheitstechnologien quasi. Von dem Kanal TechZone, das passt natürlich. Qdos Mobile Escape Chute. Im Brandfall ist das Fenster oft der einzige verfügbare Fluchtweg. Die Spezialisten der indischen Firma Saruya überlegten, wie sie diesen Fluchtweg sicherer machen könnten. Sie entwickelten das Qdos Notevakuierungssystem. Es sieht aus wie eine Art Stofftunnel, der unter der Fensterbank befestigt wird. Im Brandfall entfaltet er sich, sodass man ihn hinunterrutschen kann. Das ist eine gute Idee. Eine schöne Rutsche. Für eine weiche und sichere Landung sorgt ein spezielles Kissen, das unten angebracht wird. Der Stofftunnel kann bis zu 100 Meter lang sein, sodass er auch in mehrstöckigen Gebäuden effektiv genutzt werden kann. Eigentlich voll schlau mit so einer Drehung drin, dann ist man nie so wirklich schnell so, ist gut. Dann 15 Personen können den Tunnel jede Minute nutzen. Als Material wurde ein haltbares, schwer entflammbares Gewebe gewählt. Jene Lösungen, die länger als 15 Meter lang sind, sind mit einem speziellen Anker gegen Windböen ausgestattet. Das ist keine schlechte Idee auf jeden Fall. Kann man easy überall so verstauen, so unter jedem Fenster. Oder beziehungsweise in jedem Stockwerk kann man ja ein Fenster haben. Wenn ihr denkt, dass es unmöglich ist, eine 100%ige Sicherheit im Wasser zu erreichen, kennt ihr das Gerät Pluta noch nicht. Es sieht aus wie eine Art moderne Dekoration. Seine Länge ist verstellbar. Das Gerät stört nicht beim Schwimmen und lenkt nicht ab. Wenn man aber plötzlich das Gefühl hat, nicht mehr heraufschwimmen zu können, muss man das Gerät in der Hand zusammendrücken. Die Sensoren reagieren auf Berührungen und lösen sofort zwei winzige Pumpen aus. Diese zwei füllen das Gerät mit Luft, mit mehr als genug, um die Person wieder nach oben zu heben. Pluta ist wiederverwendbar. Nach dem Gebrauch muss man nur noch die Luft ablassen, die Beutel zusammenrollen und die Patronen aufladen. Auf diese Weise kann ein Gerät im Wert von 70 US-Dollar Leben retten, und zwar mehrmals. Gut, also ich sag mal, wann braucht man das? Wenn man jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie sich selbst den eigenen Rekord brechen will im Rausschwimmen auf dem Meer so mäßig, dann okay, könnte man das gebrauchen, falls man irgendwie einen Krampf oder sowas bekommt. Aber jetzt beim normalen Schwimmbadbesuch, glaube ich eher weniger, dass man das braucht. ZF Pre-Cash Safety System. Wir hören ständig von der Wirksamkeit von Airbags, aber sie könnten nicht nur in einem Auto installiert werden. Der deutsche Autobauer ZF Group hat ein Sicherheitssystem entwickelt, damit Airbags die Unfallfolgen für Fahrzeuginsassen bei seitlichen Kollisionen mindern. Spezielle Sensoren können feststellen, ob ein Crash bevorsteht und entscheidet, ob der Airbag auslösen soll oder nicht. Der Airbag entfaltet sich aus dem Seitenschweller nach oben und reduziert so das Risiko für Gesundheit und Leben. Sehr, sehr wild, ja. Bei so einem Seitending ist man eigentlich meistens sehr angearscht, weil die Türen, das sind ja auch nicht aus Metall bei Autos, das ist ja eigentlich nur noch wie so Hartplastik alles. Also wenn da so ein Auto reingefetzt kommt, da seitlich nicht so gut. Die neue S-Klasse springt ja tatsächlich auch, ne? Vielleicht kennt ihr das ja, die neue S-Klasse, die hat zwar keine Seiten-Airbags, aber wenn die merkt, dass da seitlich einer reinfährt, dann springt die so ein bisschen hoch. So ein auf, dass halt, wenn dann nur, sage ich mal, die Beine und nicht der Körper so getroffen werden. Fairhoof FL75. Die Evakuierung von einem sinkenden Schiff ist immer ein Notfall, bei dem jede Sekunde zählt. Deshalb werden Rettungsboote von Jahr zu Jahr besser. Schaut euch die FL75 von Fairhoof an. Obwohl sich das Design derzeit noch in der Entwicklung befindet, können wir uns bereits die herausragenden Vorteile ansehen. Das Schiffsboot ist sehr geräumig. Im Jahr 2013 stellte das niederländische Unternehmen sogar einen Weltrekord auf, als es 70 Personen gelang, in nur 2 Minuten und 28 Sekunden ihre Plätze einzunehmen. Krass. Zweitens fällt die Fairhoof FL75 auch mit Personen an Bord aus einer Höhe von bis zu 40 Metern recht sicher ins Wasser. Boah.
Anstelle eines herkömmlichen Dieselmotors wird die FL75 von einem elektrischen System angetrieben, was zur Reduzierung der Wartungskosten beiträgt. Die Stromversorgung reicht aus, um 30 Minuten lang mit maximaler Geschwindigkeit zu schwimmen und sich nach weiteren 10 Stunden mit der halben Höchstgeschwindigkeit zu bewegen. Krasses Rettungsboot auf jeden Fall. Atlas Bomb Shelter. Die folgende Erfindung wird definitiv jene ansprechen, die sich ein Höchstmaß an Sicherheit wünschen. Dies ist ein unterirdischer Schutzbunker von der US-Firma Atlas. Der Hersteller bietet mehrere Optionen an. Der Bunker kann neben oder direkt unter dem Haus platziert und durch die Wohnung, die Garage, den Keller oder eine spezielle Luke im Hof erreicht werden. Es gibt viele verschiedene Modelle im Katalog. Dieser Bunker hier sieht ziemlich spannend aus und ist innen recht komfortabel ausgestattet. Es gibt eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Krass. Aber das sieht nicht so stabil aus. Das ist ja eigentlich nur wie so eine Blechröhre. So, wenn da wirklich jetzt mal eine Bombe reinfliegen sollte. Okay, es ist zwar ein paar Meter unter der Erde, da ist noch die Erdschicht und so, aber es sieht jetzt für mich nicht so aus, als wäre man da so ultra krass gepanzert da drin. Gleichzeitig bietet das robuste Design mit einer Lebensdauer von bis zu 100 bis 200 Jahren ein optimales Sicherheitsniveau. Das ist ja nur so eine Blechding. Atlas Bomb Shelter schützt sowohl vor Bomben als auch vor Tornados. Ja, vor Tornados, klar, weil es unter der Erde ist, okay. Aber eine Bombe, weiß ich nicht, ob das Ding das aushält. Aber es ist natürlich schon cool, so eine Röhre irgendwie unterm Haus zu haben. Wäre schon krass. Shark Bands. Haie sind Tiere, die bei der Jagd stark auf Elektrorezeption angewiesen sind. Damit kann der Hai elektrische Felder spüren, die bei der Orientierung und Jagd auf Beute helfen. Die Spezialisten der Firma Shark Bands nutzen dieses Wissen, um Menschen vor dem Risiko eines Angriffs zu schützen. Sie haben ein Armband entwickelt, das am Knöchel getragen wird. Shark Bands soll Haie durch ein magnetisches Feld angeblich sehr wirkungsvoll verscheuchen. Der Preis für das Armband beträgt 84 US-Dollar. Das ist okay. Dafür, dass es Leben retten kann. Ich sag mal, gerade so Surfer werden ja öfter von Haien angegriffen, weil Haie denken, dass es irgendwie so Robben sind oder so. Ja, da ich glaube, so als Surfer lohnt sich das schon. Ja. Haven Lock. Ein Türschloss ist der beste Schutz gegen Eindringlinge. Viele Angreifer können mittlerweile aber auch mit gut geschützten Türschlössern umgehen, sodass eine Alternative entwickelt werden musste. Wir zeigen euch ein Türschloss der neuen Generation, das das Schlüsselloch zu einem Relikt der Vergangenheit macht. Während die meisten Türschlosssysteme mit der Türklinke verbunden werden, ist das beim Haven Smart Lock anders. Es wird direkt auf dem Boden verankert. Ohne den richtigen Code ist es fast unmöglich, die Tür zu öffnen. Selbst wenn ein Übeltäter ein normales Schloss öffnen kann, rührt sich diese Tür nicht. Tests haben gezeigt, Haven Lock ist so effektiv, dass man nur dann das Haus betreten kann, wenn die Struktur vollständig von den Scharnieren abgerissen wird. Ja, wenn man halt die ganze Tür dann wegreißt. Natürlich würde kein Dieb so viel Risiko eingehen. Ja, aber es ist eine coole Idee. Survival Caps. Das sieht man auch nicht krass so. Ist gut. Ja. Der Anstoß für die Entwicklung dieser lebensrettenden Kapsel war das Erdbeben im Indischen Ozean im Jahr 2004. Seitdem gelten zehntausende Menschen als vermisst, die angeblich von der Welle ins offene Meer getragen wurden. Wenn damals jeder eine solche Kapsel zur Hand hätte, hätten solche tragischen Konsequenzen vermieden werden können. Diese Rettungskapsel ist eine äußerst robuste, versiegelte Metallstruktur. Im Inneren befinden sich 2 bis 10 Sitze mit zahlreichen Sicherheitsgurten, die die Menschen fixieren. Die Idee ist, dass Menschen bei Gefahr eines Tsunamis zur nächsten Kapsel gelangen und dort Zuflucht suchen sollten. Selbst wenn die Kapsel ins offene Meer gelangt, können die Menschen mehrere Tage lang durchhalten, bis sie gerettet werden. Die leuchtend orange Farbe wurde gewählt, damit die Kapsel im dunklen Wasser gut sichtbar ist.
Boah, da kriegst du ja Platzangst da drin, ey. Boah, und dann siehst du nicht mal was und, oh, also da will man nicht drin sein. Live weg. Niemand ist immun gegen das Risiko, versehentlich zu ersticken. Deshalb ist die letzte Erfindung für heute auf jeden Fall sehenswert. LifeVac ist ein winziges Gerät, mit dem man in wenigen Sekunden die Atemwege des Betroffenen freimachen kann. Man legt die Maske auf das Gesicht und drückt den Griff nach unten. Das Funktionsprinzip von LifeVac erinnert an eine Sauglocke. Die Hin- und Herbewegung saugt die Luft und damit das Objekt an, das die Atmung stört. Ach so, damit kann man Sachen... okay. Der Preis für das Gerät beträgt 70 US-Dollar. Wenn man jetzt ein Restaurant hat, wäre vielleicht eine interessante Sache, sowas zu haben. Naja, Leute, das soll es gewesen sein. Welche Erfindung fandet ihr am besten? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Kramix.